Wir machen in unseren Kursen, Seminaren deshalb natürlich auch sehr viele Fühlübungen. Und die Lösung geht übers Gefühl. Das Denken brauchen wir zwar, das Leben wird rückwärts verstanden und vorwärts gelebt. Also hilft uns wohl das Denken und das Verstehen unserer Person. Aber das Wichtigste sind die Gefühle, die wir oft vermeiden wollten, was ich schon mal erwähnt hatte. Und das vergleiche ich gern mit einer Salami, die man einem Hund zeigt oder riechen lässt und anschließend im Garten vergräbt. Und der Hund wird nicht mehr aufhören, die Salami zu suchen. Und genauso passiert es unseren Teilnehmern. Die erleben Gefühle, die sie schon immer haben wollten, Sehnsüchte, die endlich gelebt werden wollen. Und wenn sie das einmal erlebt haben, dann gehen sie auf die Suche wie dieser Hund im Garten. Und das ist beglückend, weil ich höre nicht früher auf. Und damit ordnet und sortiert sich mein Leben. Und das ist für Teilnehmer und für mich natürlich immer ein ganz besonderes Erlebnis.